Hallo zusammen zum nächsten Part Pokémon Rubin. Wir sehen gerade quasi, dass wir hier rausfliegen. Ja. Ein kleiner Kommentar vielleicht mal zum Anfang. Dieser Part heute, den kann ich nicht wirklich LP nennen, denn er ist noch kommentiert. Ja. Da hat mein Camtasia irgendwie rumgespackt, dass ging gar nicht und jetzt sitze ich hier und kommentiere irgendwie, wie ich gegen irgendwelche Dings da faile. Gegen die beiden Typen will ich kämpfen. Das ist mir neu. Das wusste ich jetzt gerade nicht. Ich dachte, ich hätte die ignoriert. Aber gut. Dann habe ich das jetzt gemacht und dann ist ganz gut. So. Ja, da setzen wir Formio und Wungel ein. Wingul, Pelipper heißt das Ding eigentlich. Aber das passt ja schon alles. Also. Ja. Was ich da genau vorhabe, das weiß ich selbst nicht so genau. Okay, ich will tauschen. Ich bin mal wieder total desorientiert offensichtlich. Also das ist jetzt, wie gesagt, mein erster Versuch, hier irgendwas zu kommentieren. Ich habe auch noch einen anderen Part in Pokémon Naranja, was ja bei mir parallel läuft, dass ich auch nachkommentieren muss. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich später. Aber gut. Das sollte ja auch in den Tagen gekommen sein oder whatever. So. Mach mal hinne. So viel gibt's da nämlich nicht zu sagen. Wir machen einfach das Ding hier fertig. So, ja. Surfer, das sollte gegen das Metall sehr effektiv sein. Sollte. War es aber offensichtlich nicht. Aber da kann ich jetzt auch nichts dran machen. Und Formio ist halb tot schon wieder. Aber gut. Es sind einige Sachen in dem LP bis jetzt nicht so ganz so gelaufen, wie ich das wollte. Unter anderem Makuhita. Formio im Großen und Ganzen auch. Stolunior. Alles nicht ganz so gelaufen. So, und ich glaube, irgendwelchen Müll will ich da wieder reinschreiben. Ich weiß nicht, was genau, das sehen wir jetzt in den nächsten paar Sekunden, Minuten, whatever. Also. Wahrscheinlich brauche ich da wieder endlos lange. Ich weiß gar nicht, was ich da reingeschrieben habe, das sehen wir jetzt. Ich wollte da, glaube ich, wieder irgendwie sowas wie Scheiße, Doof, Kacke oder sowas reinschreiben. Ich habe offensichtlich selbst keine Planung. Keine Ahnung. Was gebe ich da jetzt rein? Ach ja, okay, irgendwelchen sinnlosen Scheiß. Gut. Soll es endlich mal weitergehen. Ich werde jetzt hier in diesem, ja, Commentary, sag ich mal, ich werde es trotzdem wahrscheinlich als LP benennen, weil ich da wahrscheinlich selbst keine Ahnung habe, dass ich den Part gerade hochlade, werde ich es trotzdem LP nennen. Tut mir ja leid, aber das ist jetzt nun mal so. Kann ich jetzt nichts für. Aber naja. Also. Ich weiß immer noch nicht, nee, das Ding, das ist, glaube ich, Typ Unlicht. Ich weiß das nicht genau. Und was ich hier mache, weiß ich auch nicht. Das sehen wir jetzt. Ja, mach mal hin. Es war mir, glaube ich, zu blöd, gegen das Ding zu kämpfen, wenn es uns sowieso halb umhaut. Da kommt natürlich gleich wieder ein Biest. Sehr schön. Aber das sollte mir egal sein. Und toll. Ja, ich glaube, das war's mit Formio. Oder? Sehen wir jetzt. Ja, das war's. Ich wollte diesen Part, wollte ich jetzt nicht löschen, aus einem ganz bestimmten Grund. Auf den ich später nochmal
zurückkomme. Das sehen wir gleich nochmal. Dann kann ich jetzt vor dem Scheißbiest nicht fliehen, oder was ist hier jetzt los? Also wie gesagt, ich achte da jetzt nicht, was da unten steht. Das habe ich ja die ganze Zeit im LP schon gemacht. Jetzt soll da aber mal Ruhe sein. So, geht doch. Dann geht's jetzt mal weiter. Und ich komme bis jetzt nicht klar mit diesem dummen Fahrrad. Wobei das wirklich auch eine der letzten Szenen ist, in der ich es benutze. Ja, es kommen noch ein paar, aber ein paar sind nicht viele. So, ich glaube, in Pokémarkt wollte ich gehen, weil ich Items noch kaufen wollte. Damit das ein bisschen besser so läuft, ne? Wisst schon. Ja, mach mal hin. Ne? Was tue ich denn da? Okay. Und weiter. Heilen wollte ich noch, da das Formio natürlich besiegt war. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, dass wir auch hätten Elektro-Pokémon nehmen können. Das wäre auch sehr effektiv gewesen, allerdings hatten wir da zudem... Ne, wir hatten keins. Wir haben auch immer noch keins. Also keins, das wir benutzen. Da wäre, glaube ich, irgendwie ein Fritzelblitz oder sowas in der Box, aber das war mir jetzt egal. Gehen wir einfach mal weiter. Wieso mein PC hier unten so abgeht, weiß ich auch nicht so genau. Aber nun gut. Sind wir jetzt in der Arena. Da fehle ich wieder mit dem Rätsel, meine ich. Oder? Ich weiß es nicht. Was habe ich da jetzt gerade vor? Ach, ja klar. Okay, ich weiß Bescheid. Gut. Da dreht sich's gelöst und dann war hier noch was. Da weiß ich das wahrscheinlich da in dem Augenblick wesentlich besser als... Was zur Hölle mache ich da? Keine Ahnung. Egal. Jetzt ist es gelöst. Dann gehen wir einfach nur noch mal rum und dann passt das. Sehr schön. Und da haben wir den Kampf gegen die Arena-Leiterin. Ja... Erzähl deinen Text, das ist mir relativ egal. Den kannst du dir ruhig angucken. Den hatten wir sowieso schon mehrmals, von daher ist das ja egal. So. Schwalboss. Da setzt sich, glaube ich, ziemlich viel Formio immer noch ein. Da es sowieso gegen Schwalboss, glaube ich, mit eins der effektivsten Sachen war. Die einzigste effektive Sache eigentlich. Bei den anderen Sachen konnte man ein bisschen noch was, ein paar andere nehmen. Aber das passt schon. Da haben wir Schwalboss. Wobei Wiebke war auch wirklich einer der schwersten Arena-Leiter in dem Spiel. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendeiner schwerer war. Der nächste, der ist einfach nur ein Witz. Dagegenüber. Also kann man sich in den nächsten Part angucken, den habe ich gemacht. Das sind, glaube ich, sogar die einzigsten beiden Arena-Leiter, die ich gemacht habe. Die anderen hat alle Basti irgendwie gemacht, meine ich. Aber gut. Das sollte schon passen. Okay. Das haut Karpilz natürlich um. Ist halt nicht sehr effektiv, ne? Aber gut. Checken wir Reptane rein. Was machst du? Was hast du da getan? Wäre ja ganz interessant. Laubklinge. Ist ja, geht. Allerdings haut das Reptane wahrscheinlich auch um, oder? Ja, geht. Ziemlich. Ja. Hau rein. Okay. Und Panzereron. Panzereron habe ich mit, Dings am meisten, glaube ich, gemacht. Mit, wie ist das Ding? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Bingo, hier Pelipa. Da war es am effektivsten mit. Panzereron haut Reptane natürlich mit Stahlflügel komplett um. Nee.
WTF? Ja gut, machen wir noch ein bisschen Schaden, das ist ja egal. Ich weiß das alles nicht mehr so genau und jetzt gerade schaltet sich schon wieder mein Bildschirm aus. Oh, da bin ich wieder. Da muss ich aufpassen, ich habe einen Bildschirmschoner, der ziemlich schnell angeht. Stalunia setze ich auch irgendwann noch ein, meine ich. Wäre ein bisschen unintelligent, es nicht einzusetzen. Aber nun gut. Ja, mach Surfer. Oder was? Ja, wahrscheinlich labere ich gerade irgendeinen Text, weil ich dachte wirklich, dass er die Aufnahme macht. Aber, naja, gut. Kann man nichts dran machen. Eroas, ja, sehr schön. Da bist du auch weg. Schön. Und Level 33 für Pelipa. Horta habe ich nicht benutzt, da es sinnlos war. Ja, es war sinnlos. Brauche ich mir ja nicht zu sagen. Selber halt für die nächste Attacke, nämlich Verzehrer. Ist halt so eine typische Attacke, wenn man so denkt an so einen Pelikan. Halt quasi Horta und Dings da. Aber gut. Machen wir mal weiter. Ja, Altaria kam als nächstes. Schlimme Erinnerung. Schlimme Erinnerung. Ganz schlimme Erinnerung. Also machen wir da erstmal weiter mit Wungil. Du nimmst Surfer. Ne, Fliegen. Ja gut, Feuerodem sollte nicht allzu effektiv sein. Ja. Gut. Naja. Ne? Kann man jetzt sehen, wie man will. Da sollte Pelipa weg sein. Jo. Wie gesagt, ne? Sehen wir mal weiter. Stalunio hat da, glaube ich, nicht große Chancen. Wenn mich nicht alles täuscht. Vor allem, weil es Level 25 ist und Eisen. Da hat's gegen Flammattacken nicht viel zu tun. Ja, oder gegen Erdbeben. Das ist auch doof. Aber gut. Hauen wir das Kecleon noch rein. Leon. Kracher. Also Basti, das war echt eine Glanzstunde deiner Genialität, ehrlich. Aber naja. BTF, was ist jetzt? Hallo? BTF. So, da geht's weiter. Ich weiß nicht, was der gerade für einen Bug hatte. Wir machen einfach mal weiter. Das ist ja hier jetzt relativ egal. Ne? Machst du jetzt was? Ja, verreck mal wegen, ist mir egal. Na los. Formio, du solltest das jetzt mal endlich umhauen. Lange hast du nicht mehr. Aber gut, ich weiß sowieso, dass ich das dieses Mal schaffen werde. Das war auch nämlich der Hauptgrund, weshalb ich den Part nicht einfach nochmal aufgenommen habe. Abgesehen davon, dass ich vielleicht auch einfach nur faul war. Das könnte es natürlich auch gewesen sein. Ist es auch. Aber gut, da haben wir Leiterin Wiebke besiegt. Ich habe hier extra... ich habe nicht mehr viel Zeit. Also wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, Leute.